So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Wir wollten eigentlich die Hauptquest in der letzten Folge weitermachen, aber sind sehr vom Weg abgekommen und haben jetzt die Karte mehr aufgedeckt und werden in der heutigen Folge uns um die Nebenaufgaben kümmern. Heiligen Galt! Bleib stehen! Halt, stopp! So. Diese Zone ist tabu. So. Da. Hey, was? Hey. So langsam hab ich dich. Wie hatten denn mich gesehen, bitteschön? Nein, nein, die können mich doch gar nicht sehen. Guck mal, wie klein ich mich mache. Oh, dann halt nicht, Junge. Hey, was? Hey, was? So. Bastard. Was? Hey. Aber. So, weg mit dir. Nö. Tschüssi. Oh Gott, warum haben so viele Krokodile? Oh Gott, ihr Arm. Das ist halt schon echt heftig, ne? Wir müssen eigentlich wirklich gar keine Krokodile mehr haben. So viel wie die hier schlachten. Das haben wir nicht gesehen. Doch. Oh. Guck mal, die können doch die Antilopen nehmen. Ich verstehe das nicht. Warum die immer so einen riesen Tamtam machen müssen. Junge. Was ist bestimmt das Hofversteck? Oh, lauf doch, Mensch! Halt deinen verdammten Bauch nicht, sondern lauf, mein Gott, ey. Das ist die Ausgrabungsstätte. Okay. Diese verdammten Soldaten. Durchsieben den Sand. Löschen unsere Geschichte aus. Hast du den Papyrus gefunden? Wer stahl ihn? Nein, das ist unwichtig. Nur das Relikt zählt. Schnell, sie unternehmen alles, um es zu bekommen. Nein, das kann nicht... Ich dachte, aber das ist unglaublich. Wir müssen zur Höhle des endlosen Leids. Jetzt! Geh vor, Kanika. Ich nehme es mit jedem auf, der sich uns entgegenstellt. Mhm. Das Relikt erkennen? Das werde ich. Kann man vom Retten verlorener Relikte leben? Hey! Waren jetzt noch mal. Ach, da oben. Okay. Hey! Was?
So. Ja auch nicht mitbekommen. Was sind das denn hier für Leute? Ganz ehrlich. Kein Wunder, dass sie alle sterben. Na los, komm. Ich muss gestehen, ich habe mein Geld als Schmuggler gemacht. Ich zahle Ägypten eine große Schuld zurück. Niemand ist recht. Als ein geläuterter Dieb. FFFFF, danke. Warte. Legen wir noch ganz schön die Falle. Ja, toll, wenn das ist ja schon tot. Also entweder hier, wo ihr jetzt hier lebt, ne? In welcher. Oh nein! Oh. Was? Ist alles okay? Toll, jetzt habe ich meinen eigenen Verbündeten, ne? Du kannst nicht fliehen! Geht's? Es tut mir leid. Ja, es tut mir leid, dass ich euch erwischt habe. Die Höhle des endlosen Leids. Diese Schönheit. Komm und zieh dir das an, Bayek. Geht doch mal hoch, Mai. Oh, Alter. Das kann nicht sein. Hast du es? Nicht es, Bayek. Sie. Und wie schön sie sind. Goldene Hefte. Klingen aus Himmelseisen. Lilie und Schakal auf den Scheiden. Dolche? Mehr als bloß Dolche. Es sind die Klingen des Sohnes des Aton. Tutanchamun. Die Waffen eines Pharao. Der Verbleib seines Grabes war für Jahrhunderte in der Wüste verloren. Hier, du musst sie nehmen. Ich bin kein Dieb, Kanika. Vielleicht können sie eines Tages wieder bei dem Pharao ruhen. Bis dahin gehören sie in die Hände von jemandem, der Ägypten dient. Ich nutze sie, um all jene zu strafen, die unsere Geschichte beschmutzen. So ist es richtig. Mögen ihre Hefte in deinem Dienst nie ihren Glanz verlieren, Bayek. Nee, 6000. Auf der Mondscheinschieber einen Besuch abstatten. Hm. Dort gibt es viele Schmuggler, die Nachricht der Geschichte brauchen. Okay. Schön. Warte, dann gehen wir mal hier weiter. Wir können ja rein theoretisch können wir eine Runde rumdrehen. Bis hier oben. Und können dann dort die drei Heiden und Theben zurückbringen. Was wir eigentlich schon längst machen wollten, aber nun ja. Wir kamen ein bisschen vom Weg ab. Ein kleines bisschen. Vielleicht. Nur. Pferd, Alter. Also, ach, dann nehme ich halt das Pferd. Wenn du so überempfindlich bist, nehme ich das einfach. Super. Jetzt habe ich halt den Pharao. Wow. Super toll. Nicht gesehen. Nein. Nein. Überhaupt nicht. Oh Gott. Überhaupt nicht. Mal als nächstes hin. Hier können wir als nächstes hin. Guck mal. Da streift er umher. Ist in die Jenseits zurückgekehrt. Da ein Glück.
die sind wirklich so OP, einfach nur so richtig OP. So, da haben wir den Schatz. Ja. Naja. Oh Mann. Wer schießt da? Niemand. Bei den Göttern. Bist du verrückt? Wer ich? Nö. Überhaupt nicht verrückt. Nien de nada. Na komm, lauf doch schnell dabei. Die können ich manchmal so die Füße besohlen, wirklich. Da macht er mich richtig aggressiv. Aber man muss wirklich sagen, Ubisoft hat sich auch mit Theben es sehr einfach gemacht. Ne? Ich will nicht wissen, wie lang die Hauptsuche geht. Wahrscheinlich wirklich nur 2 Stunden oder 3 Stunden lang. Aber Hauptsache eine riesige, so in Anführungszeichen, riesige Welt mit so vielen Fragezeichen hinklatschen, damit sich das Spiel dann auf 8 Stunden erstreckt. Krokodilnest, sehr schön. Wundervoll, wundervoll. Ich hab. Warum schieße ich einen Daumen daneben? Oh, Krokodileier. Guck mal, wie langsam der ist. Lauf doch mal, Bajek. Wirklich. Hab dafür überhaupt kein Verständnis, wie man so arschlangsam sein kann. Hier haben wir irgendwie ein Schiff, was gestrandet ist. Ja, krass. Oh nein, auch noch eine Aufgabe. Super. Und den guten Räder haben wir auch nochmal. Ach, das ist wohl ein Dorf? Nee, nicht ganz. Das ist super. Ja. Mit denn hier? Mögest du nie die Gefilde der Pinsel reichen? Ich wusste es, du Sohn einer räudigen Hyäne. Wir haben dich wie einen Bruder aufgenommen, dich ernährt und versucht, den Fluch von dir zu nehmen. Und du hast uns direkt ins Gesicht gelogen. Du warst einer von denen, ein verfluchter Grabräuber. Verflucht seist du. Ich spucke auf deine Leiche. Möge dein Kauf ewig in Aphobis Gedärm stecken. Mal sehen, ob das Gold, das du gestohlen hast, dir dort helfen wird. Ah, Necheru. Krass. Sieht richtig cool aus. Ist auch eine richtig schöne Farbe. So, Entschuldigung. Mondschein schiebt auf. Ach, dorthin wollte doch hier der Typi gehen, ne? So. Ein kleiner Hitzschlag hält mich nicht zurück. Ich verlange Gerechtigkeit. Du musst ruhen, ne? Und jede Minute klage ich wie ein krankes Kind. Der Betrüger hat den Ring meines Vaters. Sie sind wie gackernde Hühner. Was ist dir widerfahren, Neb? Ein Fischer behauptete auf der Straße nach Sveno, ich hätte seine Netze zerrissen und hetzte die Soldaten auf mich. Sie nahmen mir alles. Die Soldaten haben dich bestohlen? Als Entschädigung. Als wären Netze so viel wert wie der Ring meines Vaters. Der Verwalter sollte etwas unternehmen. Aber ich warte schon den ganzen Tag auf ihn. Ah, zweifellos ein verdächtiger Fall. Die Straße ist belebt. Viele wollen zur Wüste westlich des Dorfes. Es wird noch andere treffen. Ich werde mit diesem sogenannten Fischer reden.
Und ich gehe noch einmal zum Verwalter. So oder so wird der Gerechtigkeit Genüge getan. Okay. Der Verwalter muss zuhören oder andere schweben in Gefahr. Okay. Was sind wir denn überhaupt? Ach, wir sind hier. Okay. Na, super. Toll. So, hallöchen. Kann man euch irgendwie helfen? Nein! Meine Netze! Du hast mein Auskommen ruiniert! Sieht denn niemand dieses Unrecht? Wer, ich? Noch ein Unruhestifter. Zahl für den Schaden, Neb. Oder geh hinter Gitter. Jetzt! Hey, weg mit dem Vogel! Geh mal hier drüben! Tada! Bitte! Es ist nicht, wie du denkst! Bitte! Ich denke, dass du und die Soldaten zusammenarbeiten, um Händler auf dem Weg zu erpressen. Ah, dann ist es, wie du denkst. Aber ich bin ebenso ein Opfer wie die Händler. Natürlich. Ein Opfer. Ein schäbiger kleiner Dieb wie du. Schäbig? Nein, der Aufseher ist schuld. Er hält meine Familie gefangen und droht sie umzubringen, wenn ich ihm bei seinem Plan nicht helfe. Das Übliche halt. Familie? Meine Katze. Oh Gott. Fellgesicht ist alles an Familie, was ich habe. Die meisten zahlen ohne zu murren. Wer nicht zahlt, wird von den Wachen überzeugt. Der Verwalter nimmt alles. Lass dich hier nie wieder blicken. Nein, nein, nie wieder. Ein Mann findet immer eine neue Katze. Mhm. Der Händler begibt sich in die Höhle des Löwen. Mhm. Ah! Ach, Mizi. Der Händler begibt sich in die Höhle des Löwen. Ich muss zuerst da sein. Ja. So, wo haben wir denn hier den Aussichtspunkt? Ach, da hoch, super. Da hoch muss ich, okay. Nun gut. Dann soll es so sein. Habajek, Mann. Das wird das erste Mal auf den Berg hochklettern. So benimmt er sich teilweise. So. Und dahinter geht es ja noch weiter, hinter den Bergen. Oh Gott, nein, was ist das denn? Schön, der verunglückte Schatten hat sich erhoben. I don't care. Was haben wir hier? Natürlich ein Schatzversteck. Ach ja. Hey, was? Den schlitze ich auf. Ich schlitze dich auf. Och, ruf mal dir bei. Guck mal, wie langarschig der ist. Nee, lahmarschig, nicht langarschig. Hä, was machst denn du? Bist du doof? Bei! Ja, oh, Alter, bist du... Was ist dein Problem, Junge? Kannst du nur mit dem Kopf schütteln, wirklich. Ich habe bei seiner Bestechlichkeit ein Auge zugedrückt, weil er mich in Ruhe gelassen hat. Aber das ist Mord. Dennu war keine Bedrohung. Er wollte nur den Ring seines Vaters zurück. Warum haben sie das getan? Er war keine Bedrohung. Ben, hem khirat khirat. Khane wird.
Das ist ein Werk wichtig, Tour, dieser Bannesfurt, weil du dich in Dinge eingemischt hast, die dich nichts angehen. Ich treffe dich an der Schiffswerft, wenn du den Mumm hast, dich mit mir anzulegen, verwalte Historikers. Wurde er ermordet, um mich zu warnen? Bestimmt. Was anderes können die ja nicht. Na schön. Ich finde es so lustig, wie die dann immer einfach so sterben. So, wo müssen wir hin? Dahin. Ach Gott. Tot, ne? Schön. Ist das schön. So, fertig kommst du, danke. Oh Gott, der arme Geier. Ach, hier müssen wir hin. Okay, das kriegen wir auch hin. Wenn ich drüber nachdenke, wie wir am Anfang hier jeden einzelnen Schatz, ne, aber jede Beute mitgenommen haben. Die Herrschaft des Verwalters geht zu Ende. Oh, Feier, müssen wir schneller machen. Na super. Hab dich! Diese Menschen beschützen müssen. Und rechtfertige dich vor Osiris. Hey, was? Du kannst nicht fliehen! Ring des Vaters. Ob es einen Weg gibt, ihn zurückzugeben? Ich denke, ich hoffe. Oder? Jawohl, da können wir dann mit dem Boot dorthin fahren. Ich will erstmal kurz den Weg hier nehmen. So viele Fragezeichen, ey. Haben die sich wirklich dabei gedacht, das ist voll die gute Idee, wenn man die Karte mit so viel Fragezeichen zuklatscht? Der Spielspaß bleibt damit Sicherheit erhalten. Super. Gräber der Noblen. Dafür schlage ich dich tot. Oh nein. Achso, es war nur ein Kamel. Ich habe gerade schon wieder gedacht, dass ich ein Zischen gehört habe, was einer Schlange ähnelt. Nein. Verdammt. Woher? Das sehe ich mir an. Da braucht jemand eine finale Abreibung. Du wirst sterben. Hey, was? F? Nee, kein F. Warum habe ich denn kein F bekommen? Mann, du bist so dumm, Bayer, ganz ehrlich. Du bist richtig dumm. Hör doch mal auf. Genau, setz deinen eigenen Mann in. Hä? Hilfe! Lol, okay. Das ist ein kleines bisschen tricky. Bah, Bayek, lauf doch mal. Also, ihr könnt schon wieder. Junge. Oh.
So, nimm mal den Kettenwurf hier. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Hey! Ach, das ist mein Ding, dass ich dann auflädt. Ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das, woher dieses Rauschen kommt. Hey, was? Stirb endlich! Also mal ganz ehrlich, also diese Zeitlupe brauche ich überhaupt nicht, ne? Die nervt jetzt mittlerweile. Finde ich zumindestens. So, warte mal, wie kommen wir denn jetzt? Kommen wir hier durch? Ja. Ha. Bröckelnde Mauern, okay. Oh. Na gut, ich gebe den ganzen Weg halt wieder zurück. Ist mir auch egal. Ach, sag mir jetzt nicht. Ach so, ach super. Oh nein. Oh, ich bin wieder zurück. Ah ja, ich habe mich nur an diesen verdammten Typen gekümmert, ne? Na gut. Dann treten wir den anderen Weg nochmal an, Ferdi. Es tut mir leid. Keine Katze. Nein, lass mich in Ruhe. Oh. Es ist Zeit für dein nächstes Leben. Stelle ich der verdammte Bogenschützen. Jedes Mal das gleiche. Jedes Mal dasselbe. Jedes Mal. Genau, da haben wir den Schatz. Oh, tada. So, da würde ich aber sagen, haben wir eine Feluke. Nicht wirklich. Gut, da schwimme ich oft mal dorthin. Dann machen wir in der nächsten Folge die Aufgabe. Dann können wir dorthin schwimmen. Dann haben wir das und das und das. Und oh, wir haben noch so viel. Oh, das ist echt... Das ist schon echt ein kleines bisschen belastend, um ehrlich zu sein. Vor allen Dingen, wenn man halt wirklich in den finalen Zügen ist und eigentlich nur das weghaben möchte. Ich meine, die Story finde ich ganz interessant, aber das ist halt jetzt so, ja, wo ich sagen muss, okay, brauche ich es nicht mehr so wirklich. Aber nun gut, ich habe mir das ausgesucht, dieses Spiel zu Let's Playen. Deswegen werden wir in der nächsten Folge uns dort rüber begeben werden. Dort alles mit dem, was mitzunehmen geht, werden dann unser Tierchen begeben. Dann haben wir dort noch was. Rein theoretisch hier. Weil das befindet sich nämlich noch in der Ibunome oder Nomus Taseti. Und dann, ja, haben wir das noch. Und dann sind wir erstmal grob fertig. Und dann werden wir uns natürlich der Nebenquest bzw. der Hauptquest widmen. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir es in der nächsten Folge wiedersehen werden.